Patrick, dazu noch? Ich will noch auf die Frage des Kollegen zurückkommen. Mir hat sich nicht ganz erschlossen. Wir haben die historisch vermutlich, korrigieren Sie mich, einmalige Situation, dass 70% der Opfer im Gaza-Krieg durch die Angriffe der israelischen Armee sind Frauen und Kinder. Die Zahlen waren ja schon genannt, ungefähr 10.000 Frauen, 14.000 Kinder. Da hat sich mir Ihre Antwort nicht ganz erschlossen. Was tut die Bundesregierung aktiv, um diese extrem hohe Zahl an getöteten Zivilisten zu verhindern oder zumindest einzudämmen? Also ich kann Ihnen leider auch nicht helfen, wenn Sie meine sehr ausführlichen Ausführungen hier nicht verstanden haben, aber ich kann noch mal ausführen, natürlich muss die Gewalt in Gaza enden. Das hat aber vor allen Dingen erst einmal die Hamas in der Hand. Die Hamas kann Geiseln freilassen und die Hamas kann aufhören, Israel anzugreifen. Und wir setzen, und das bedeutet aber nicht, dass wir uns zugleich nicht auch gegenüber der israelischen Regierung dafür einsetzen, dass natürlich in allem, was sie tut, humanitäres Völkerrecht gilt, dass sie mehr dafür tun muss, dass es humanitären Zugang zu Gaza gibt, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen muss, dass sie mehr dafür tun muss, bei den militärischen Operationen die Zivilbevölkerung zu schützen. Und ich glaube, diese Position und Haltung ist sehr klar. Ich kann mir es jetzt leider nicht ersichtlich, was Sie daran nicht verstehen. Dann noch eine weitere Verständnisfrage. Ich habe gerade nachgeguckt. Die aktuellen Zahlen von UN-OCHA geben 140 getötete Zivilisten an seit dem 7. Oktober im Gazastreifen. Da würde mich nur interessieren, korrigieren Sie mich, vielleicht habe ich das verpasst, aber das ist ja ebenfalls eine extrem hohe und auch relativ einmalige Zahl im Kriegsgeschehen an getöteten Journalisten. Wieso gab es da noch keine Verurteilung von Seiten der Bundesregierung? Also ich glaube schon, dass wir uns an der Stelle hier in der Bundespressekonferenz, aber da mag mich jetzt auch mein Gedächtnis drüben dazu sicher schon mal eingelassen haben. Natürlich ist auch jeder tote Journalist einer zu viel und es ist klare Haltung der Bundesregierung, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit frei gewährleisten müssen. Und das kommunizieren Sie dem israelischen Partner auch so? Ich habe ja eben sehr ausführlich dargestellt, dass wir in einem sehr engen Austausch sind mit Israel zu allen möglichen Aspekten dieser Krise, dieses Konflikts. Die Bundesaußenministerin ist heute zum 7. Mal seit dem 7. Oktober in Israel. Dieser Draht ist sehr eng und Sie können davon ausgehen, dass wir alle Aspekte, die wir für relevant halten, auch mit der israelischen Regierung thematisieren. Dann verlassen Sie.